Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Es ist ungefähr 11 Uhr und wir sind aufgestanden, wir haben das Frühstück, wir haben gut geschlafen. Ich habe aber Kopfschmerzen und Magenschmerzen schon wieder. Ich weiß nicht, ob es mein Magen ist oder was es auch immer ist. Jedenfalls tut es weh, schon heute Nacht angefangen. Naja, jetzt haben wir gefrühstückt und fahren gleich los nach Chodom. Das soll so 2,5-3 Stunden dauern, keine 4 Stunden mehr wie früher, als ich noch da war, weil die Straßen anscheinend besser geworden sind. Naja, ich bin gespannt. Ich muss aber vorher noch zur Telekom, weil das haben wir vergessen. Ich muss mein Guthaben aufladen. Ja, und das werden wir dann nochmal machen. Gleichzeitig auch nochmal über die Möglichkeiten diskutieren bezüglich der Straf- oder der Anmeldung des Handys. Meine 120 Tage sind ja bald voll und wir müssen unser Handy dann ja freischalten, weil die Türkei die Handys nach 120 Tagen Aufenthalt sperrt. Und dann kann ich weder Internet noch telefonieren und da muss ich mal gucken, wir müssen das mal beraten lassen, was wir machen. Das ist echt scheiße, ne? Das kostet nämlich so um die 700 Euro, das Ding freizuschalten. Das ist schon viel Geld. Naja, gut, mal gucken. Das hier aus. Wir sind in Ankara Bektaş. Nee, Ankara Bektaş. Ich weiß nicht genau. Hab vergessen, wie der Stadtteil heißt. Ja. Da unten arbeiten die. Da ist, weiß ich nicht, Autopräparaturanlage. Ja, so sieht es hier in Ankara vom Balkon aus. Meines Schwagers. Wir sind jetzt an der Tanke in Ankara. Mein Mann muss Öl auffüllen. Ist wohl wieder alles alle oder was? Ich kenne mich da ja nicht so aus. Genau, jetzt sind wir hier an der Tankstelle mitten in der Stadt in Ankara. Wir sind gerade raus und werden jetzt, wie gesagt, nach Çorum fahren. Und bin ein bisschen aufgeregt. Ja, haben die alle nicht lange gesehen und hoffe, ja, dass alles so geblieben ist, wie ich es hinterlassen habe vor ein paar Jahren. Genau. Mein Schwager fährt mit uns, habe ich ja erzählt, den sind wir abholen gegangen und werden jetzt ein paar Tage bleiben. Also es sind ja mal so 3-4 Tage angedacht. Und dann werden wir wahrscheinlich nochmal hier wieder vorbeischauen. Wir müssen ja meinen Schwager abgeben sozusagen wieder. Der fährt ja in unserem Auto mit. Und dann werden wir sicher nochmal hier übernachten, denke ich mal. Nochmal eine Nacht und dann wieder nach Alanya fahren. Und schauen wir mal, ich hoffe, ja, wisst ihr, ich bin echt total müde gerade von der langen Reise, die ich ja gerade hinter mir habe. Und das hier ist nochmal eine richtige Aufregung wieder, weil, ja, ich bin ja lange nicht da gewesen. Und ich merke so ein bisschen, dass ich so ausgelaugt werde. Also es ist so total kaputt, seelisch, körperlich, bräuchte eigentlich mittels Urlaub vom Urlaub. Ja. Aber das schaffe ich schon. Ich habe
Bauchschmerzen in den Griff bekommen, zum Glück. Auch die Kopfschmerzen sind besser geworden. Aber natürlich, du schläfst ja immer woanders. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich gar nicht so gerne mag. Also immer überall, jeden Tag woanders schlafen. Das haben wir jetzt seit anderthalb Wochen immer hinter, haben wir ja gemacht. Und ich merke, dass ich dann langsam jetzt auch mal wieder in meinem Bett bleiben möchte. Aber das, wir haben da ja auch eine Wohnung. Also ich habe ja in Scholdum, wo wir jetzt hinfahren, wir haben ja ein großes Mehrfamilienhaus dort und eine Wohnung ist ja seit damals, als ich weggegangen bin, steht die leer. Ne? Also sie ist noch genauso, wie ich damals das verlassen habe. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich werde euch das alles zeigen. Ich denke mal, dass meine Verwandtschaft das auch alles sauber gemacht hat. Das machen sie immer, wenn wir kommen. Und dann werde ich euch alles zeigen. Und ja, also ich habe noch so ein bisschen Bedenken, alles so zu zeigen und die Verwandten mit reinzunehmen. Selbst wenn sie damit einverstanden wären, werde ich wahrscheinlich versuchen, die Gesichter nicht zu zeigen. Vielleicht nur ein bisschen die Stimmen und vielleicht, wenn man mal isst oder so, dass ich euch ja mal zeige, wie man da quasi auf der Erde ist. Ich glaube, das haben viele von euch noch nie gesehen. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich viele Videos dort aufnehmen werde. Da müsst ihr einfach dann auch mal mit, ja, sozusagen, das wird wahrscheinlich so sein, ja, weil ich nicht so gerne andere Menschen, Verwandte oder Bekannte in meinen Videos habe. Das habe ich hier schon öfter erzählt. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt so neue Wege, so 2,5-3 Stunden, haben sie gesagt, je nach Verkehrslage. Früher haben wir 4, 5 Stunden gebraucht mit den alten Wegen. Das soll jetzt alles modernisiert worden sein. Ich denke mal, dass es dann auch schneller geht. Gut, wünsche euch viel Spaß dabei und dann könnt ihr mit mir zusammen jetzt mal gucken, wie das so wird. Entschuldigung. Das hier in der Tanke aus. In Ankara. So, wir sind wieder an einem Stand und kaufen Obst und Gemüse, hätte ich fast gesagt. Nee, aber die kaufen hier wieder was zum Mitbringen halt. Das macht man halt immer, wenn man irgendwo hingeht. Jedenfalls, wir machen das. Guck mal, das Chai-Ding da, das Tee-Ding. Oh, es ist so warm hier. Das verbrauchen die wohl zum Brennen, ne? Also, die brennen wie Zunder hier, diese Tannenzapfen. Wir haben ja auch schon im Dorf überlegt, dass wir das immer für unseren Ofen sammeln. Wir haben ja im Dorf auch einen, weil die brennen echt richtig gut, zumal die so trocken sind, ne? Ja, dann macht er das da rein, da unten, und zündet das an. Und dann kocht das und dann kannst du da das Wasser rauslassen und den Tee. Haben wir früher auch immer gemacht, als wir im Dorf oder beziehungsweise im Scholdum gelebt haben. So sieht das hier aus. Ich lieg mit Decke und allem, aber es ist mir wieder viel zu warm. Aber es ist so ein bisschen gemütlicher, weil hier in Ankara ist das Wetter schon kühler als in meine Tochter telefoniert. Es ist hier, ist das Wetter ganz anders als bei uns in Lanja. Es ist trocken und es ist nicht mehr so warm. Es ist relativ kühl. In der Nacht war es auch kühl. Wir haben auch besser geschlafen auf jeden Fall. Auch die Sessel bei meiner Schwägerin sind so gemütlich. Man hat wirklich gut drauf. Wir haben auf dem Wohnzimmer auf den Sesseln geschlafen. Richtig gemütlich. Ja, und hier ist das Wetter auf jeden Fall angenehm. Wir haben 25 Grad im Moment hier in Ankara gehabt. Jetzt weiß ich gerade nicht, aber es kommt mir wirklich tierisch warm wieder vor. Genau. Also insofern sind wir weiterhin auf dem Weg. Ich weiß, wir sind vielleicht 1,5 Stunden gefahren. Ich würde mal schätzen, dass wir bald die Hälfte geschafft haben.
Wo sind wir dann? Delice Köylü Pazarı geht jedenfalls in die Richtung. Also müssen wir da ungefähr sein. Die Hälfte, würde ich immer sagen, haben wir hinter uns. Genau. Und jetzt sind die beiden rauskaufen zum Mitbringen eben Obst und Weintrauben wollten die eigentlich kaufen. So eine Kiste. Das machen wir auch immer um diese Zeit. Hatte euch ja schon mal erzählt, dass unsere Verwandtschaft auch Weintraubensaft selber macht. Also jetzt nicht den Weintraubensaft zum Trinken, so Fruchtsaft, sondern halt. Guck, wir haben in Alanya auch nur 28 Grad noch. Also da ist es auch ein bisschen kühler geworden. Es soll aber in der gesamten Türkei abkühlen. Und mein Schwager raucht, leider. Genau. Es soll in der gesamten Türkei kühler geworden sein. Es soll auch in der gesamten Türkei eigentlich regnen. Ne? Keine Ahnung, ob es in Antalya soll es auch regnen. In Ankara war auch Regen angesagt, ist aber nicht. Aber es ist schon relativ wolkig. Also das kann man schon so sagen. Toll aus die Berge da. Ne? Ich finde die Natur immer so beeindruckend. Und wie bergig Türkei eigentlich ist. Ne? Schon echt beeindruckend. Ich habe versucht ein bisschen zu schlafen, weil so ganz gut bin ich noch nicht. Aber so, jetzt kommt wieder rein.
Sind angekommen in der Stadt, in der mein Mann sozusagen zu Hause ist. Mein Mann holt mir jetzt hier aus dem Carrefour Supermarkt meine Mentos, die ich immer esse, wenn ich diese Hustenanfälle bekomme. Ich habe nämlich keine mehr, leider. Ja, so sieht das hier aus. Hier habe ich sozusagen die Zeit verbracht. Wir fahren jetzt zu dem Haus. Ist nicht mehr weit, einfach nur noch mal die Straße runter. Ja, es ist so, als sei man nie weg gewesen, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, ja, ne? Ich bin da in Alanya, glaube ich, schon ganz gut. Ja, so sieht es hier aus. Kleiner Eindruck von der Stadt, in der ich viele Jahre meines Lebens verbracht habe. Kleine Stadt, habe ich ja gesagt. Sieht man vielleicht gar nicht so. Eine kleine Mini-Stadt halt. Nochmal bei Beam angekommen, weil das hatten die da leider nicht. Es ist ja auch jetzt nicht so wichtig, aber ja. Besser, ich habe die Dinger, dann kann ich die mal lutschen. Genau, da hinten ist, ja, da ist es dann bald. Einmal um die Ecke rum, dann sind wir da. Ja. Cimento, Kümmel, also Kohle und Zement kann man hier kaufen. Ja. Yenlet, Tijadet, Inchad, Mazemelet, also, ja, für Bausachen, alles kann man da holen. Ah, es hat sich nichts verändert, Leute. Es ist alles noch genauso, wie es war, als ich damals weggegangen bin. Vor vielen, 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 vielen Jahren. Tja, das ist das, ne? Traktor. Hüseyin-Traktor. Tja. Sind jetzt schon die Öfen zu verkaufen. Seht ihr den Ofen? Der ist ein bisschen kleiner als meiner war. Wenn ich den in der Wohnung habe, zeige ich ihn euch. Und dieses Ding da drin, das sind halt die Borolat, also die die Rohre, die zum Schornstein führen dann. Liebe Leute, das ist jetzt der erste Gang in meiner Wohnung. Die Sessel sind alle gekauft worden, als wir nicht mehr hier waren.
Mein Schrank ist auch weg, der früher hier war. Das wusste ich alles gar nicht. Also der Fernseher ist auch nicht mehr mein alter. Das ist komplett alles anders jetzt hier. Das auch nicht. Meine ganzen alten Möbel, die hier drin waren, sind nicht mehr da. Okay. Und auch der Tisch ist neu, den kenne ich nicht. Die Küche ist auch neu, die kenne ich auch nicht. Also die haben eine ganze Menge hier gemacht, beziehungsweise das ist aber mein Kühlschrank. Den kenne ich noch. Kochplatte ist neu, kenne ich auch nicht. Ja, so sieht es hier aus. Wie gesagt, den Tisch kenne ich nicht. Auch Laminat war anders hier. Das haben sie auch alles anders gemacht. Das ist mein Teppich, mein alter Teppich. Den kenne ich tatsächlich noch. Ich zeige euch morgen alles ganz genau. Jetzt muss ich erstmal die Tür aufmachen, weil mein Mann kommt mit den Koffern. So, mein Lieben, wir gehen jetzt ins Bett. Das ist übrigens mein Schlafzimmer. Wie gesagt, ich zeige euch das alles noch genauer und bedenkt bitte, dass das alles fast 30 Jahre alt ist hier. Ja, das ist natürlich auch einiges schon kaputt. Das sind übrigens auch die Betten, von denen ich euch erzählt habe. Diese schweren Matratzen und die ganzen Bettdecken der Kinder damals. Oh mein Gott, darauf haben alle meine Kinder geschlafen früher. Ja, und das ist eben die Matratze, die dann auch aus Wolle gefertigt ist, auf der normalen Matratze drauf. Die sind alle aus Wolle, die Decke ist aus Wolle, Schafswolle. Und sind eben auch dann hier so genäht, hatte ich euch erzählt, ne, wie das funktioniert. Also wird einfach immer dran genäht und wenn man das wäscht, dann wird das abgemacht und dann wieder neu genäht. Also können wir vielleicht noch mal drüber sprechen, wenn ich mehr Zeit habe. Ja, so sieht das hier aus. Die anderen Zimmer. Mal einmal kurz reingucken. Mein Mann ist gerade auf Toilette. Was ist denn das Licht hier? Habe ich das vergessen? Das Licht war doch hier. Ah, ja, da. So. Das waren die Betten meiner Kinder früher. Das waren mal so ein Doppelbett. Und haben dann hier auch noch mal immer mal zwei Kinder geschlafen. Dieses Zimmer habe ich viel kleiner in Erinnerung. Der Tisch gehört noch in mein Zimmer mit. Ja. Das sind wieder diese Wollmatratzen hier überall. Diese hier. Und das ist noch mal ein normale Matratze. Ja, so ist das, liebe Leute. Und hier sind überall die Ofenrohre noch, die da reinkommen. Es riecht auch alles nach Ofenrohr. Ja. Das war's für heute. Ich werde mich jetzt einmal ausziehen. Das hat die ganzen Betten und die Gardinen und so hat hat die Nichte von meinem Mann alles gewaschen für uns. Sie hat das alles sauber gemacht. Hier war natürlich sehr staubig. Riecht auch noch sehr nach Staub. Und ich frage mich gerade, wo meine Kissen sind, die aus Stroh gefertigt wurden, die wir von meiner Schwiegermutter geerbt haben. Die haben wohl die Kinder mit nach unten gebracht, muss ich mal nachfragen. Na gut, mein Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und bis morgen. Morgen werden wir wahrscheinlich aufs Dorf fahren zur Beerdigungsfeier. Da wird dann ein Essen gegeben und ich bin noch am Zweifeln, ob ich mit soll. Alle sagen, ich brauche nicht mitgehen, aber ja, ich würde wahrscheinlich trotzdem mitgehen. Ich habe das Bett viel größer in Erinnerung, ja. Ist auch so ein Mini-Bett, genau wie die türkischen Betten alle hier. Ich hatte das viel größer in Erinnerung. Na gut, wir unterhalten uns vielleicht morgen noch mal ausführlich. Ich muss jetzt schlafen gehen. Ich bin mega müde. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und ich weiß nicht, wann ich mich morgen wieder melde, aber wahrscheinlich werde ich mit aufs Dorf gehen und dann zeige ich euch das auch noch mal. Bis morgen. Tschüss.